Und herzlich willkommen zu meiner Redstone-Zeug-Vorstellungs-Dingensbums. Auf jeden Fall zeige ich euch heute eine bewegliche TNT-Kanone, die sich in alle möglichen Richtungen bewegen kann und, wie man sehen kann, TNT feuert. Das werde ich euch in dem Video zeigen, wie ihr das baut und wie das Ganze funktioniert mit diesen ganzen TNT-Geschüssen hier. Und man kann es nicht in Survival bauen, man kann das nur im Creative mit Operatorrechten bauen. So. In meinem 10 Abonnenten-Special habe ich euch gezeigt, wie man eine ganz normale TNT-Kanone baut. Und zwar mit der Umrandung, dem Wasser und dem TNT. Da habe ich hier auch noch ein Beispiel aufgebaut. Hier hinten. Aus Erde. Und ja, da ist es halt so, wenn man TNT oben einbaut, wird das alles angezündet, durch das Wasser wird nichts weggesprengt und das vordere TNT wird dann halt weggeschleudert und explodiert anschließend. Es gibt allerdings auch einen Befehl, der TNT spawnt, in eine bestimmte Richtung schießt und mit Fuse dann angibt, wann es explodiert. Also je höher der Fuse, desto länger braucht es, um es zu explodieren. Allein das ist ja schon cool, dass man diesen Befehl benutzen kann. Aber dadurch kann man bewegende TNT-Kanonen bauen. Sie bewegen sich und schießen dann halt nach vorne. Man kann auch angeben, wo sie hinrollen. Und zwar funktioniert das durch die Kommandoblock-Lore, in der ich den Befehl eingespeist habe. Ich habe abwechselnd Activator Rail, also Aktivierschiene, und Antriebsschiene gebaut und mit einer Schicht von Redstone-Blöcken aktiviert. Darauf fährt das Dingens hier die... Na, wie heißt du? Hallo? Mit der Befehlsblocklore fährt er lang. Die ID der Befehlsblocklore mit GIF ist 422 oder 422. Ja, und dann noch Apple Stream 422. Da kriegt man die. Normaler Kommandoblock ist 137. Ja. Und den Befehl, den packe ich dann nochmal in die Beschreibung und so könnt ihr dann halt solche TNT-Kanonen bauen. Fahrende. Aber passt auf, dass die euch nicht vor der Nase explodiert. Es ist wirklich wichtig, alles richtig zu schreiben. Slash ist nicht benötigt, aber was benötigt ist, ist zum Beispiel Fuse. Ohne Fuse wird es einfach direkt bei der Lore explodieren. Und ohne Mortischen wird es einfach bei der Lore gespawnt und bleibt dann liegen. Also ist schon alles ziemlich wichtig, ja. Und so könnt ihr euch halt so eine coole, fahrende TNT-Kanone bauen, die dann Zeug so feuert. Na dann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr die Idee cool findet oder so, dann gebt doch mal ein Like unten oder ein Comment oder beides. Würde mich sehr freuen. Ciao!